Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurelda.de. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was man mit den komplexen Zahlen eigentlich anfangen kann. Besser gesagt, wie man mit ihnen rechnet. Wenn man also die komplexen Zahlen mal nimmt, dann interessiert uns als erstes mal, was passiert eigentlich, wenn ich eine komplexe Zahl habe und die zum Beispiel verdoppeln möchte. Also sagen wir haben eine komplexe Zahl z, in unserem Fall z Zahl 2 plus 3i, Realteil 2 und 3i ist der Imaginärteil. Und ich möchte jetzt berechnen, was ist 2 mal z. Also das Doppelte von dem hier. Nun, ganz intuitiv würde ich einfach sagen, wir setzen für z einfach 2 plus 3i ein. Und nun multiplizieren wir voraus, dann steht hier 4 plus 6i. Nun, was soll 4 plus 6i? Schauen wir uns das an und an. Ja, wir haben wieder eine komplexe Zahl rausbekommen. Also auch wieder ein Realteil und ein Imaginärteil. Allgemein geschrieben wäre das, wenn ich z also nicht als 2 plus 3i schreibe, sondern als a plus bi, wobei a und b aus den reellen Zahlen sind, dann könnte ich natürlich sagen, und ich nehme jetzt nicht als unbedingt 2, ich muss es nicht unbedingt verdoppeln, wir führen eine neue Zahl ein, dann nehmen wir einfach noch von mir aus l, also l mal z ist nichts anderes dann als l mal a plus l mal bi. Also einfach die Imaginärteil und den Realteil damit multiplizieren. Nun, wir wollen ja nicht nur komplexe Zahlen mit reellen Zahlen multiplizieren oder addieren. Es wäre natürlich viel interessanter, das auch ganz mal komplexe Zahlen untereinander zu verrechnen. Zum Beispiel, was gibt es, wenn ich z plus b ausrechnen möchte? Was passiert dann? Was kommt da für eine Zahl raus? Nun, also was sage ich denn bitte z plus w? Z ist 2 plus 3i, w ist 1 plus i, ich schreibe einfach auch wieder alles auf. Jetzt seht ihr, ich habe hier zwei Terme, die sind imaginär und zwei Terme, die sind real. Ich kann natürlich die realen Terme zusammenrechnen, 2 plus 1, naja, gibt 3. Und ich kann auch die imaginären Teile zusammenrechnen, 3i plus noch ein i, also ein i mehr als 3 ist natürlich dann 4i. Also haben wir 3 plus 4i. Und ihr seht, auch hier kam eine komplexe Zahl raus. Was wäre passiert, wenn ich mir ein Minus genommen hätte? Dann hätte ich hier ein Minus bekommen, hier ein Minus bekommen und hätte hier alles komplett klar müssen. Dadurch würden wir 2 minus 1 bekommen, wäre also 1. Und 3i minus i wäre noch plus 2i. Nun wollen wir auch das wieder ein bisschen allgemeiner schreiben. Also z plus w ist ja nichts anderes als a plus bi, naja, plus c plus di. Wir machen das gleiche, wir nehmen die Realteile zusammen und die Imaginärteile zusammen. Real ist a und c, also a plus c. Und beim Imaginärteil haben wir b mal i. Plus d mal i, das kann ich das i ausklammern, dann haben wir nämlich noch plus b plus d mal i. Und wenn ich hier wieder ein Minus einsetze, also z minus w, dann hätte ich auch hier wieder das Minus. Wir würden hier und hier die Minus hinbekommen. Und ihr seht, es wird immer eine komplexe Zahl bleiben. Na, was uns noch interessieren könnte, wäre, was passiert eigentlich, wenn ich z mit w multipliziere? Also z mal w. Ich schreibe es wieder einfach aus. 2 plus 3i mal 1 plus i. Ihr seht schon, das ist nicht ganz so einfach, wie die Folge fällt. Wir müssen das ausmultiplizieren. Machen wir das mal. 2 mal 1 gibt 2. Plus 2 mal i, naja, gibt also 2i. 3i mal 1 gibt 3i. Und 3i mal i gibt 3i von 3. Ihr seht, wir haben jetzt hier nicht nur den Realteil und die imaginären Teile, sondern wir haben etwas, da steht 3 mal i Quadrat. Das kennen wir bisher nicht, aber was ich. I Quadrat, wir haben uns überlegt,
i Quadrat haben wir ursprünglich hier eingeführt als minus 1. Also i Quadrat ist nichts anderes als minus 1. Wenn ich das jetzt hier einsetze, dann steht da nichts. Steht folgendes: 2 plus 2i plus 3i, das kann ich zusammenfassen als 5i. Und das 3 mal i Quadrat ist nichts anderes als 3 mal minus 1, also steht hier minus 3. Und wenn ich das nun ausrechne, steht hier 2 minus 3 gibt minus 1, minus 1 plus 5i. Es kommt also auch selbst hier eine komplexe Zahl als Ergebnis raus. Wollen wir das auch noch ein bisschen allgemein aufschreiben, also auch wieder z mal w. Wir kriegen also a plus bi mal c plus di. Wir müssen ausmultiplizieren. Also a mal c plus a mal di plus bi mal c plus bi mal di, also bd mal i Quadrat. Wir sehen also, hier dieses i Quadrat wieder, das ist einfach nur ein Minus, wird hier zu einem Minus, und das hier sind jeweils, da steht das i einfach drin, das heißt, es sind imaginäre Teile, das heißt, unser Realteil wäre ac minus bd, also das Vorzeichen hat sich gedreht, weil da i Quadrat stand, plus, und hier klammere ich wieder das i aus, ad plus bc mal i. Ihr seht wieder, Realteil, Imaginärteil. Nun, was ist z durch w, also die Division, ist ein bisschen komplizierter auf die Arbeit. Ihr könnt es gerne auch so versuchen. Ich zeige euch noch andere Darstellungsweise für komplexe Zahlen nachher, wo das einfacher ist. Und es gibt noch andere interessante Dinge jetzt, die man vielleicht kurz hier noch erwähnen könnte. Wenn ich eine komplexe Zahl habe, z ist a plus bi, dann gibt es eine Zahl, die sieht fast gleich aus, nämlich a minus bi. Diese Zahlen gehören sehr eng zusammen und man schreibt das jetzt so als z quer und nennt es konjugiert. Die konjugierte Zahl z quer. Nun, was ihr auch mal machen könnt, und ich werde euch die Lösung im anderen Video zeigen. Versucht mal auszurechnen, was eigentlich 1 durch z ist. Als erster Schritt der Division. Rechnet das mal selber. Im nächsten Video zeige ich euch, was da rauskommt. Dankeschön.